aus der Republik. Wir haben in den letzten Tagen Bilder aus Rumänien gesehen, haben da auch Bilder der Rache gesehen, den toten Ceausescu mit seiner Frau, die da erschossen vor einer Mauer lagen. Wenn man verstehen kann, dass irgendein Mensch solche Rachegefühle hegt und sagt, ich möchte, dass auch die Verantwortlichen ganz konsequent zur Verantwortung gezogen werden, dann sind sicherlich Sie das. Plädieren Sie dafür, dass vielleicht in der DDR mit manchen Menschen ähnlich umgegangen wird wie in Rumänien? Ich bin immer dafür gewesen, immer eingetreten dafür, dass der gesunde Menschenverstand triumphiert. Und da ist Rache undenkbar. Was wollen Sie? Wie stellen Sie sich jetzt Ihr neues, Ihr zweites Leben vor? Ich möchte dann so schnell wie es geht ein Studium aufnehmen. Mein Traum ist die Physik. Da habe ich mich 10 Jahre vorbereitet in der Isolationshaft drauf. Das war die einzige Möglichkeit, womit ich mich beschäftigen konnte. Und ich denke, es wird dann im Herbst losgehen. Waren Sie in diesen 10 Jahren total verlassen oder gab es Menschen, die Ihnen geholfen haben? Es gab unwahrscheinlich viele Menschen, die mir geholfen haben, was ich erst vor wenigen Tagen mitbekommen habe. Da ich ja in Isolationshaft gehalten wurde, bedeutet das auch, dass die Verbindung zur Außenwelt durch strenge Zensur kontrolliert wurden, durch den Staatssicherheitsdienst und ich natürlich nicht erfahren habe, wie viele Menschen sich auch in der Bundesrepublik und seit der Wende auch in der DDR um mich bemüht haben. Besonders die Organisation Hilferufe von drüben, die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte mit ihren vielen Helfern, der Rektor Apel mit seinen Schülern, das ist eine Hauptschule im Heldental im Solling, und Bundespolitiker, viele Bundespolitiker, besonders darunter Dr. Seiters und Dr. Priesnitz vom Innerdeutschen Ministerium. Dann die Kirche, die evangelische Kirche in der DDR, hat sich bemüht und wirklich die Leipziger Demonstranten haben meine Freiheit gefordert, die Bautzener Demonstranten haben vor dem Gefängnis meine Freiheit gefordert. Und hunderte von Zuschriften, die ich dann in den letzten Tagen vor der Entlassung bekommen habe, wo die Menschen aus Ost und West ihre Solidarität zum Ausdruck gebracht haben. Michael Maas und Yvonne Schulz haben auch Unglaubliches erlebt. Korrigieren Sie mich, wenn ich irgendwas falsch sage. Sie haben beide in der DDR gewohnt. Sie durften dann irgendwann in den Westen, haben von dort ihre Freundin, nämlich die Yvonne, die in Rostock wohnte, nachholen wollen, sind illegal wieder in die DDR, wollten zusammen dann flüchten, sind beide aufgeflogen, sind beide verhaftet worden. Sie sind zu wie vielen Jahren verurteilt worden? Ich bin zu 1 Jahr und 3 Monaten verurteilt worden. Und Sie haben auch in Bautzen gesessen und haben wie viel bekommen? 6 Jahre. Wie alt waren Sie da? Ich war damals 19 und wurde dann 20. Seit Sie verhaftet wurden, haben Sie sich nicht mehr gesehen, weil Sie ja in verschiedenen Zuchthäusern waren. Sie haben Sie dann jetzt in den letzten Tagen gesucht. Und ich glaube, 1 oder 2 Stunden vor der Sendung haben Sie sich jetzt nach Jahren das erste Mal wiedergesehen. Ist das ein Moment, wo es vielleicht sogar schwerfällt, das in Worte zu fassen? Oder können Sie es schon fassen? Ja, also wir haben uns 1 oder 2 Stunden vor der Sendung das erste Mal wiedergesehen. Die Wiedersehensfreude war natürlich groß, aber na, es ist ziemlich schön, aber wir haben eine Menge zu verkraften noch und schon ganz toll. Also dieses Befreiungserlebnis, so das totale Glück, das will sich dann ganz schnell einfach nicht einstellen, weil man den Kopf so voll hat noch? Also ganz schnell nicht, ne? Also das dauert sicher noch ein paar Tage. Es gibt Berichte, dass man versucht hat, sie während der Haftzeit zu töten. Was ist da passiert? Andere Häftlinge und ich wurden in den Jahren 1983 und 84 in das Dienstzimmer des im Bautzen ansässigen Staatssicherheitsdienstes geholt. Dort wurden wir von 2 Herren, die sich nicht vorstellten, wie das in dieser Truppe üblich ist, vernommen. Und während der Vernehmung bekamen wir Grapefruitsaft. Und in der darauffolgenden Nacht erlitten wir Kreislaufkollaps und
eine schwere Magen- und Darmerkrankung, die einen dreiwöchigen Krankenhausaufenthalt nötig gemacht hat. Die sollten also vergiftet werden? Die sollten vergiftet werden und uns ist bekannt geworden, jetzt nachdem wir uns überhaupt untereinander verständigen konnten, weil ja in der Isolationshaft ist man isoliert und als jetzt am 6. Dezember die Isolationshaft aufgehoben wurde, kurz vor meiner Entlassung, konnten wir uns untereinander verständigen, haben uns darüber verständigt, dass wir alle drei das gleich erlitten haben und haben uns mit dem Anstaltsarzt in Verbindung gesetzt, der uns dann noch dazu bestätigte, dass ein Häftling an den gleichen Symptomen gestorben ist. Jetzt haben Sie alle vor der Sendung gesagt, einen Menschen möchten Sie hier gerne treffen und sprechen, und zwar ist das Udo Lindenberg. Ich glaube, speziell Sie, Herr Strelow, haben mit dem noch eine Rechnung offen. Ja, Herr Lindenberg hat mir mal Arrest eingebracht, und zwar 10 Tage, als ich noch bei der Armee gedient habe. Das war 1976 oder ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Da hatten wir heimlich seine Bänder gehört und das war damals verboten und die Bänder wurden beschlagnahmt und wir marschierten in den Arrest. 10 Tage wegen Udo Lindenberg. 10 Tage wegen Udo Lindenberg. Da muss der Mann sich aber nachher was für Sie einfallen lassen. Ja, das denke ich auch. Ja. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie, obwohl Sie erst vor ein paar Tagen entlassen worden sind, hier zu uns gekommen sind, das erzählt haben. Ich glaube, es ist ganz wichtig, in diesen Tagen der Freude auch daran zu erinnern, wie viel Leid in den vergangenen Jahren in der DDR vielen Menschen widerfahren ist. Und bei Ihnen war es sicherlich mit am schlimmsten. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und jetzt? Und jetzt der Mann, der schon vor ein paar Jahren einen Sonderzug, damals allerdings noch vergeblich, nach Pankow schicken wollte. Udo Lindenberg und Reeperbahn. Boulevard, die große Freiheit auch ganz nah. Und ich weiß nicht.